Hey Football-Freunde, was geht ab? Hier ist wieder euer Peter und ich hatte ja mal im letzten Video gesagt, passend zum Super Bowl am Sonntag auf Montag mache ich ab heute so ein kleines Special. Das heißt, heute Freitag, Samstag und Sonntags kommt jeweils ein Video zum Thema Super Bowl und ich hatte mir überlegt, dass ich damit anfange. Erstmal natürlich starten wir mit Madden und dort gibt es im Moment die Super Bowl Challenges. Ich habe Ultimate Team schon lange nicht mehr gespielt, also seid mir da bitte nicht so böse. Ja, wir fangen an hier, Super Bowl gegen die Oakland Raiders. Mein Home Team übrigens, seht ihr natürlich, sind die Carolina Panthers. Standen letztes Jahr im Super Bowl, haben leider verloren gegen die Denver Broncos. Und ja, also die Cap hier heißt auch nicht, ich zeig Flagge für New England. Ich möchte einfach nur einen geilen Super Bowl sehen gegen die Falcons. Aber ich habe einfach so viele NFL-Kappen, deswegen trage ich heute mal die New England Patriots, Freunde. Ja, also ich habe mir auch vorgenommen, dieses Video eigentlich gar nicht zu schneiden, denn ich möchte einfach Authentizität da reinbringen, denn ich bin einfach ein mega Football-Fan. Ich habe das ja früher selber auch praktiziert, denn ja, ich war Wide Receiver und Tight End. Ja, es war schon richtig geil und ich liebe diesen Sport einfach. Und ich kann euch sagen, warum. Weil, alle sagen immer, ja, du musst gut sein, du musst breit sein, du musst gut gebaut sein, du musst schnell sein, aber man braucht so viele Leute für American Football, das heißt, für dich findet man einen Platz, wenn du jetzt ein bisschen kleiner bist, wenn du größer bist, wenn du nicht so stark bist, also, ich finde, das ist halt wie Schach, so jede Figur hat so seine Ordnung und, das macht ein Team aus und das finde ich so geil an diesem Sport. Freunde, wir fangen jetzt an. Wir liegen jetzt 3:14 hier zurück in diesem Game und beginnen erstmal mit einem Laufspielzug, um zu gucken, wie die Defense eingestellt ist, Freunde. Ihr seht es schon, 1. und 10. Für viele, die sich nicht auskennen mit den Regeln, du hast 4 Versuche, um 10 Yards zu brücken, quasi 10 Meter ungefähr. So, ihr seht es, wir sind jetzt an der Endzone von Oakland. Wir beginnen Laufspielzug und das sieht gut aus, meine Damen und Herren. Hier direkt der Dive und wir sind an der One-Yard-Line. Also, da sind wir so ein bisschen abgegangen. Ihr seht es schon, ich habe ja gesagt, Ultimate Team nicht so oft gespielt, deswegen ist mein Running Back ein 68er mit Crowell von den Cleveland Browns. Also, alter Schwede, das war auf jeden Fall kein Touchdown, kurz vor der 1-Yard-Markierung und wie soll das anders sein? Hier gibt es jetzt den Jan Stecker Spezialspielzug, meine Damen und Herren. Den wird jeder von euch kennen, denn das ist der Quarterback-Sneak. Das bedeutet, dass der Quarterback jetzt selber in die Endzone divet oder läuft, denn du hast nur noch 1 Yard vor dir. Was sollst du anderes machen hier? Habe ich hier nicht ausgewählt? Ja, okay, dann war es ein Fehler von mir, da habe ich die falsche Taste wohl gedrückt. Eigentlich wollte ich jetzt einen Quarterback-Sneak machen. Egal, das machen wir das nächste Mal. Wir machen jetzt PAT. Also du darfst danach, wenn du einen Touchdown erzielst, dass du... Oh Gott, was war das denn für ein Kick? Ach du Heiliger. Dann hast du 2 Möglichkeiten. Entweder machst du ein Field Goal, das gibt dir noch einen Zusatzpunkt. Oder du machst eine Two-Point-Conversion. Wenn du die schaffst, bekommst du dann 2 Punkte. Ich habe das Spiel auch schon länger nicht mehr gespielt, muss ich sagen. Einfach aus diesem guten Grund... Oh Gott, wie kickt der denn, Junge? Aus dem guten Grund, weil ich einfach keine Competition habe. Jetzt, wo ich wieder in Mönchengladbach wohne, spiele ich öfters mit meinem Bruder. Aber vorher war es nicht so der Fall. Das macht schon echt Spaß. So, jetzt sind wir in der Defense und die Oakland Raiders müssen wir natürlich aufhalten, Freunde. Ja, nee, blitzen tun wir noch nicht. Wir warten und schauen erstmal, was denn die Defense spielt, die Offense spielt von den Raiders. Hier mit Derek Carr, der sich ja leider kurz vor den Playoffs hier den Fuß gebrochen hat, das Bein gebrochen hat. Richtig, richtig nervig. Die Oakland Raiders waren 12 Jahre, Freunde, 12 Jahre nicht mehr in den Playoffs. Dann kommen die rein und der Franchise-Quarterback, Derek Carr, ja, der Leader quasi in diesem Team, der verletzt sich ja noch richtig, richtig mies. Also, es hat mir ein bisschen leid getan, denn mit Derek Carr hätten sie auf jeden Fall... Oh Gott, jetzt der Blitz! Und der Ergebnis aus. Da brauchen wir nichts zu machen. Nachher kommen wir noch eine Pass-Interference. Also, da wären sie auch locker weitergekommen. Keine Frage. Und das wäre spannend gewesen, mal zu schauen. Jetzt blitzen wir mal rein.
mal zu schauen, wie es denn gewesen wäre, wenn die Oakland Raiders mit Derek Carr am Platz gewesen wären. Das wäre auf jeden Fall ein anderes Team gewesen. So, komm schon, Junge. Jawoll, da hat er aber diesmal ziemlich das Ziel verfehlt. Und jetzt seht ihr, es ist 4. und 10. Und jetzt hast du die Möglichkeit, entweder gehst du nochmal für den Versuch, wenn du aber gestoppt wirst, dann bekommt direkt der Gegner in der Position, wo der Ball lag, den Ball. Oder du spielst ihn zu mir zurück, hier mit King. Und wirklich ein exzellenter Panther, muss ich sagen, der Junge hat echt Kraft in den Beinen. Und dann spielst du den Ball zu mir zurück und ich habe dann die Möglichkeit, den Ball zurückzutragen, bis ich getackelt werde. War aber ein sehr, sehr schlechter Punt hier. Ja, ein Juke-Versuch, aber... Wer ist eigentlich mein Turner? Tyreek Hill, Junge? Das wäre Bombe. Naja, Williams. So, und wieder beginnen wir natürlich mit einem Draw-Spielzug, also einem Laufspielzug. Und ja, wir müssen auch ein bisschen Zeit von der Uhr nehmen hier. So, zack. Da fällt er direkt um. Der Crowl, Alter. Naja, so ist das eben, Freunde. Mal erstmal erste Pass-Situation hier. Und ich habe Jerry Rice übrigens, habe ich jetzt bekommen für so Limited Use. Also den kannst du so ein paar Spiele einsetzen. Und auf der linken Seite von den Oakland Raiders übrigens, Michael Crabtree. Und jetzt hier über den Fullback. Breche ein Tackle, breche nochmal was. Und jetzt bin ich wieder gut in der Hälfte von Oakland. An der 28, glaube ich. Wenn ich das jetzt nicht falsch sehe, da oben. Jawohl. Ich mag es ja eigentlich, ich liebe es, kurze Spielzüge, schnelle Spielzüge zu spielen, gerade mit dem Pass. Und ihr habt es auch gesehen, 2-Minute-Warning, das bedeutet, dass du die letzten, also die, jeweils in den Hälften, die letzten 2 Minuten angebrochen sind. So, und jetzt ein Quick Pass, der kommt Arden, Jerry Rice. Easy Pick, Alter. Den fängt der easy. Da kennt er nichts drin, der Boy. So. Weiter geht's. Mein Quarterback übrigens Cam Newton von den Carolina Panthers. Natürlich sollte jeder den kennen. So, Passspielzug. Jerry Rice in Motion. Wir haben Platz. Der Ball geht raus zu unserem Tight End. Und der fummelt den Ball, weil ich den falschen Knopf gedrückt habe. Ich wollte voll ihn rein. Also ich wollte an der Seitenlinie vorbeidiven, um ein paar Yards extra zu machen. Und der jumpt dann hier voll in den Defender rein, in den Safety. Oh, ja, 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 Junge, wenn der... Zum Glück ist der out of bounds gegangen. Das heißt, da, wo der Ball out of bounds gegangen ist, können wir weiterspielen. Und wir spielen jetzt mal einen Screen Pass. So, und ihr habt es gesehen, das war ein Halfback- und Fullback-Screen. So, und... Nein, was? Warum wird er den Ball nicht los, der Cam Newton? Jetzt haben wir hier den Sack bekommen. Und für uns geht es wieder deutlich zurück. Und jetzt machen wir mal hier in der Gun Formation mal einen Spielzug. Am besten schön auch ein Wide Receiver, der zur Außenseite läuft. Michael Crabtree oder Jerry Rice. Müssen wir mal schauen. Hey, Mann. Okay, Forward Pass. Das war... kein Sack, sondern incomplete. Das bedeutet, da wo der Ball zuerst lag, bleibt er natürlich liegen. So, mal Cornerspielzug. Also wieder in die Außenseite. Also Corner ist immer zur Außenseite. Das seht ihr an den Pfeilen links und rechts. Ein Post wäre dann zur Goal. Ich werde den Ball einfach nicht los. Die Defender sind gut dabei. Das bedeutet für uns... Field Goal, meine Damen und Herren. Das erste Field Goal. Das muss hier locker flockig eigentlich sitzen. Oh Gott, Alter. Gut, egal. 3 Punkte wenigstens aufs Board gebracht. Damit führt Oakland nur noch mit 2. So, und wieder der Kickoff. Ha, ich mag das einfach. Ich mag diese Atmosphäre bei Madden immer. Also ich finde FIFA auch geil. Ich liebe Sportspiele, aber diese Atmosphäre, die habe ich immer nur bei Madden. Ich finde das so geil, wenn du mit Freunden hier Madden zockst oder ja, gegeneinander zockst. Ich finde das immer richtig geil. Und ich liebe einfach dieses Game. Es gibt für mich kein besseres Game. Das ist mein absolutes Favorite Game.
Nur wie gesagt, durch, dass ich halt nicht viele Leute kenne, die das Spiel selber spielen. Jetzt aber, das haben die extra gemacht und da musste der Derek Carr den Ball aber wegflexen. Hier, Malcolm Butler, kennen viele von euch auch, vor 2 Jahren, glaube ich, gegen die Seahawks im Super Bowl hat der, das war der Cornerback, der den entscheidenden Ball, ja, intercepted hat von Russell Wilson. Da war ja diese riesen Aufregung, warum Pete Carroll nicht Marshawn Lynch hat gelaufen lassen. Ja, der Ball wurde gefumbled, oder? Oder Forward Pass? Junge, wieder Malcolm Butler, oder was? Der Typ ist on fire, Freunde. Und Derek fragt sich, Junge, was ist mit meiner O-Line los? So, aber war anscheinend kein Forward, also kein Fumble, sondern Incomplete Pass. Ja, auf jeden Fall war da eine riesen Aufregung. Warum? Es waren ja irgendwie nur 2, 3 Yards oder 4, glaube ich, höchstens. Da, Alter, und der darf nicht die Yards erlaufen, Junge, Butz. Auf jeden Fall war da diese riesen Aufregung. Warum hat Pete Carroll keinen Laufspielzug angesagt über Marshawn das Beast Lynch? Weil der macht ja, der hat ja irgendwie pro Carry hat er einfach 3, 4 Yards gemacht. Das heißt, hättest du easy laufen können mit dem und dann war natürlich der Passspielzug wieder ein schlechter Punt, Alter. Und, oh, ich dachte gerade, die linke Seite ist offen. Aber nein. So, wir lassen die Uhr jetzt mal runterlaufen, Freunde. Naja, komm. Komm, wir machen noch einen Spielzug hier und dann schauen wir mal. Wir versuchen auf jeden Fall nochmal jetzt ein Screenplay. Ob das hier was wird, ich weiß es nicht. Jawohl. So, block mich. Wunderbar. Und wir haben sogar noch ein Play. Nee, oder? Hat er mich im Feld getackelt? Dann läuft die Uhr nämlich weiter. Also anscheinend ist die Uhr angehalten. Keine Ahnung. Da gucken wir einfach mal, was wir jetzt noch hier hinzaubern können. Oh, da wollte ich einfach so einen John Jimmy-Spielzug machen. So, die Hälfte ist vorbei, Freunde. Halbzeit. Und weiter geht's hier. Ja, Mann, Alter. So, drittes Viertel. Also man hat quasi 4 Quarter, 4 Viertel. Und in denen hast du die Möglichkeit halt zu gewinnen oder nicht. Das ist nicht beim Fußball, du hast 2 Halbzeiten, 45 Minuten, sondern hier sind es wirklich 15 Minuten. Und da ist für DeMarco Murray, Alter, mega. DeMarco Murray würde ich schon sagen, für ein Ding, wie heißt der? Wie heißt der nochmal? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall. Hier mega das Loch gewesen. So, Freunde, komm schon. Die Defense muss stehen. Die Defense muss stehen. Und sagt ja auch, Offense wins Championships. Offense wins Games. Defense wins Championships. So heißt es nämlich. Das heißt nichts anderes als deine Offensive gewinnt das Spiel und deine Defense entscheidet ja Meisterschaften für sich, weil das ist einfach so. So, das ist genau wie im Fußball. Du kannst so viele Tore schießen, aber wenn du nicht mehr Tore schießt, als du reinbekommst, gewinnst du das Spiel nicht. So, und... Oh, gut geblockt da. Und Derek Carr, Junge, wirft den Ball wieder ins Aus. Was für ein Typ. So, Derek Carr, Junge, wieder unter Druck gesetzt, aber er wird den Ball los. Das war sogar Michael Crabtree, den ich auch im Team habe. Derek Carr hier 8 von 13, also er hat 13 Versuche gehabt, 8 davon sind angekommen. Das habt ihr oben schon gesehen. Ach komm, Defense, Alter, wir brauchen noch einen Stop, Digga. Einen Stop brauchen wir. Und vor allem den aus der Field Goal Range halten. Ja gut, das ist schon mal nicht schlecht. Also ein Jahr der Laufen, das kann man auf jeden Fall machen lassen. Ich möchte nochmal schön reinblitzen hier. Komm, richtig schön da rein pfeffern, weil ich glaube jetzt nicht, dass sie nochmal laufen. Derek Carr wird sich sagen, wir haben jetzt noch 9 Yards.
Die werde ich versuchen zu passen. Und wir haben Luke Kuechly in der Defense als Middle Linebacker. Bumm, Alter. Da ist er mal richtig reingepfeffert. Junge, und haut den Murray einfach mal so richtig aus dem Leben. So, 3-12. Und wieder, das war eigentlich dumm jetzt, weil jetzt werden ja natürlich umso mehr passen. Und ihr seht es schon in der Shotgun-Formation, das bedeutet, man ist ein bisschen weiter weg. Und jetzt mit Luke Kuechly, Alter, voll da rein und wieder ist der Sack da, Alter. Luke Kuechly mit einem klassen Spiel bis hierhin. 4.18 und das bedeutet, ja, die Panthers bekommen die Pille. Und King hat nicht gerade überzeugt, muss ich sagen, hier mit seinen Punts. Das kann uns hier nur zugutekommen, Freunde. Jawohl, aber dieser Kick, der sieht gut aus. Ah, 21 Yards. Okay, eine 21-Yard-Linie. Der sah richtig gefährlich aus. Und ich dachte so, alter Schwede, jetzt bitte nicht so an der 1-Yard-Linie. Aber es kann natürlich auch passieren, wenn du den da out of bounds schießt und deine Offense dann quasi in der eigenen Endzone steht. Das ist schon nicht immer ohne. So, aber wir gehen das Spiel wieder mit einem Laufspielzug hier. Und ihr seht schon, die ganze Öffnung im Loch. So, jetzt haben wir 9 Yards überbrückt, denke ich mal. Genau. Und dann können wir direkt wieder. Eigentlich wollte ich laufen. Und deswegen ändere ich jetzt den Spielzug. Mit dem Laufspielzug 1 Yard sollte drin sein. Ihr seht es schon, easy. Da, wo der Ball quasi imaginär war, außen sind die Refs und die sehen das dann. Und dann wenn du die dann imaginär quasi überbrückt hast mit dem Auge, dann hast du auch die Yards geschafft. Somit Crowell wieder mal. Das ist ein altbewährtes Mittel von uns. Da haben wir einen Tackle gebrochen, Alter. Nice one. Ich würde sagen, jetzt läuft, lassen wir die Uhr runterlaufen. Und, okay, einen Versuch hätten wir ja noch. Den können wir nochmal ausspielen, bevor es in das letzte Viertel geht. Hier. Schön, nice. So, Michael Crabtree macht den Cut, aber wir laufen selber mit Cam Newton und hier schön out of bounds. War eigentlich unnötig, aber ja, dadurch, dass eh die Uhr angehalten worden ist, durch den Wechsel des Quarters, ich wollte aber kein Risiko gehen, Mr. Butterfinger nachher den Ball verliert. Deswegen hier Nummer sicher, wir machen mal I-Formation, machen wir mal einen Trickspielzug hier. Wildcat-Formation finde ich auch ganz nice, aber bei Madden nicht ganz so geil. Also, ihr seht es schon, Cam Newton ist hier rechts auf der Receiver-Position und Crowell quasi als Direkt-Snapper bekommt er jetzt den Ball, also direkt gesnappt auf der Quarterback-Position als Running-Back und kann somit direkt loslaufen. Hier der Blocker am Start und da ist das Loch und Crowell hier mit 10 Yards und dem neuen First Down. 11 Rushes, 56 Yards, ein Touchdown. So, nice one. Dann gehen wir wieder in die Gun Formation. Und mal schauen, was wir noch so in den Ärmeln haben und was wir rausschütteln können an geilen Karten. So, jetzt muss noch ein Ball auf Jerry Rice kommen, Junge. Jerry Rice, unser Beast. In der. Boah, Alter. Manchmal pfeffern die aber auch so richtig rein in der Defense, ne? Junge, Jerry Rice rastet direkt aus. Junge, was ist los? Denkt sich auch, Alter. Denkst du, kannst mich covern, Digga? Weißt du, wie oft ich schon gespielt habe? Ja, könnt mir natürlich gerne hier unter dem Video auch mal eure Meinung schreiben. Wer wird eure Meinung hier den Super Bowl gewinnen? Sind es die Atlanta Falcons? Oder sind es die New England Patriots mit Tom Brady? Die natürlich echt schon. Das wäre, glaube ich, sein 5. Ring mittlerweile. Freunde, ich will das nicht falsch sagen, aber ich glaube schon, dass sein 5. Ring wird. Alter Schwede, 4. oder 5. Wahnsinn, was Tom Brady schon alles gemacht hat. Und ich muss sagen, ich bin so ein bisschen sauer auf die Patriots, auch weil die damals, ich glaube, das war 2004, auch gegen meine Carolina Panthers. Da oben ist Jerry Rice, der Ball kommt an. Wunderbarer Catch, Freunde. Das hat mich so ein bisschen an den Catch von Jared Cook erinnert. Habt ihr alle gesehen, Alter, Green Bay. Ja, das war der Catch Green Bay gegen Dallas Cowboys hier. War so ähnlich, war sogar noch krasser von ihm. Ja, auf jeden Fall haben die New England Patriots damals mit einem Field Goal, Alter, mit Adam Vinatieri, das Spiel für sich entschieden. Und das war aber auch ein Finale. Alter Schwede, so eins wünsche ich mir auch, so ein richtiges Offense-Spektakel. Aber eigentlich ist es relativ Wumpe, Hauptsache ein gutes Spiel. Wieder Jerry Rice, aber boah, nice gecovert hier von Smith.
dem Cornerback. Also wird schon covered, muss man sagen. So, komm schon, Alter. Wir sind jetzt so nah. Ich meine, ein Field Goal können wir auch das Spiel eigentlich für uns entscheiden. Aber der Touchdown wäre natürlich besser. Das war eine schlechte Entscheidung von mir, weil ich hatte schon gesehen, der Defender hat sich vorher umgedreht, bevor überhaupt mein Receiver schon da war. Jetzt gehen wir nochmal in die Gun Formation. Und dann mache ich Curl Flats. Das ist immer eine super, also für euch Madden-Spieler draußen, ist immer eine super Formation-Spielzug, um genau 10 Yards zu überbrücken, weil die laufen dann 9 bis 10 Yards, machen dann Cutten auch wieder nach hinten. Und sobald die das gemacht haben, dann kannst du eigentlich den Ball werfen. Aber Cam Newton sieht das Loch und läuft alleine für 10. Und das ergibt einen neuen First Down, Alter. Cam Newton, Freunde. Ja, da gibt es ja auch geile Stories von Cam Newton, was der alles da gemacht hat in seiner Zeit damals am College. Der hat ja vorher bei Florida Gators gespielt. Und da irgendwie, das ist auch eine lustige Geschichte, und hat dann da irgendwie einem den Laptop geklaut. Also waren richtig lustige Geschichten, müsst ihr mal gucken. Da gibt es eine geile Doku auf YouTube, ESPN 60. Könnt ihr euch mal reinziehen. So, und jetzt laufen wir wieder nach außen mit Cam Newton. Und da ist keine Sau mehr. Nur da hat er ein bisschen Dampf verloren. Wenigstens 3 Yards gut gemacht. Nicht schlecht, Herr Specht. Wir sollten noch ein bisschen Laufspielzug mit ISO. Das heißt, der Fullback brettert vorne rein ins Loch und dahinter direkt der Running Back. Kann nützlich sein. Kann aber auch in die Hose gehen. Lassen wir jetzt mal ein bisschen die Uhr runterlaufen hier. Ist ja Wahnsinn. So, und da geht's rein in den Spaß hier. Und das waren nochmal 3 Yards. Wir sind jetzt an der 7-Yard-Line und die 3 Yards, die werden wir jetzt definitiv nochmal mit so einem, ja, ich sag mal, mit so einem Play, mit so einem Run-Play durch die Mitte auf jeden Fall reinholen. So, ihr seht hier wieder 2-Minute-Warning. Nochmal richtig da reinpfeffern. Wir liegen hier zurück, haben aber quasi unseren letzten Versuch, bis wir das Field Goal schießen müssen. Freunde, auf geht's. Let's go hier. Jawohl, wunderbar, aber das haben die gerochen. Das hat die Defense auf jeden Fall gerochen. Meine O-Line hatte da keine Chance. So, das bedeutet Field Goal und den sollten wir besser, also das Field Goal sollten wir besser machen. Oh Gott. Oh Gott, nein, Alter. Wie hab ich denn gekickt, Diggi? Junge, Alter, was für ein Dulli. Wie hab ich denn gekickt? Wäre ich jetzt vorne gewesen? Jetzt müssen wir die aufhalten. Jetzt liegen die ja nach vorne und die werden nur noch laufen. Die werden jetzt versuchen, die Uhr anzuhalten. So, aber das werden wir machen. Wir nehmen direkt ein Timeout. Mann, warum hab ich den verkackt, Alter? Warum hab ich... Das war so ein easy Field Goal. Und ich hab dir das einfach verranzt, Alter. Das gibt's doch gar nicht. Seid mir da nicht böse. Der war echt mies, Mann. Der war echt mies. So, komm schon. Jawohl, 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 jawohl. Wieder ein Timeout. So, 1 Minute 32. Die sind an der eigenen 21-Yard-Linie. Und nur noch... Also, die haben noch 9 Yards zu gehen, wenn meine Defense jetzt standhält, Freunde. Und das will ich doch schwer hoffen hier. Wieder Laufspielzug. Nein, der hat die 10 Yards geschafft. Oh nein! Wahnsinn! Das ist ja echt scheiße jetzt. Mann, ey. Das ist echt doof. Das Spiel ist eigentlich aus. Weil ihr seht, dass die Uhr läuft weiter. Jetzt müssen wir noch ein Fumble irgendwie produzieren, aber das geht schlecht. So, müssen wir nochmal ein Timeout nehmen. 2. und 4. Also, wir werden vielleicht noch ein paar Sekunden Zeit haben gleich. Wenn überhaupt. Ich kann es mir nicht mehr vorstellen. Also das Spiel ist auf jeden Fall verloren. Es war dumm, muss ich sagen. Dummes Spiel und die Knien, ist ja klar. Wir haben keinen Timeout mehr. Und sehr clever gemacht, muss ich sagen. Jetzt. Wir haben vielleicht noch ein Play und kriegen noch... Ja, wir kriegen auf jeden Fall noch eine Hail Mary, Alter. Vielleicht haben wir das Wunder eines... Nee, das Spiel ist aus. Stimmt ja. Turnover und Down, das Spiel ist aus. Wie dumm, Alter. Ja, und der Super Bowl geht... nach Oakland zu Jack, also mit Jack Del Rio zu Oakland Raiders, aber da gibt es ja auch was Geiles. Die haben ja auch den Antrag gestellt, dass sie nach Las Vegas wollen, Freunde. Also, wenn es euch gefallen hat, dieses Video ungeschnitten, ungekürzt,
Super Bowl. Ja, dann schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, lasst ein Like da. Wir sehen uns dann morgen wieder zu einem Special. Und Samstag und Sonntag natürlich auch. Freunde, es hat mir sehr, sehr, sehr gefallen hier auf jeden Fall. Kann sowas gerne mal öfters machen. Schreibt mir mal gerne eure Meinung in die Kommentare. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Euer Peterle und Tschaußen.